1945. Im Heiligen Land entdeckt ein Ziegenhirte die Schriftrollen vom Toten Meer. Sie gewähren einen historischen Rückblick auf jene Welt, in der Jesus tatsächlich lebte. In Jerusalems Israel-Museum provozieren sie seit den 90er Jahren eine grundsätzliche Frage. Gab es ein Christentum vor Christus? Der Historiker Robert Eisenmann sieht in den Schriftrollen die wahre Biografie des Jesus von Nazareth. Danach sei Gottes Sohn ein irdischer, fanatischer Rebell gewesen, der jegliche Vergötterung verabscheut hätte. Unter Theologen bleibt die Theorie des Historikers Robert Eisenmann umstritten. Die Kirche ignoriert sie gänzlich. Doch die entscheidende Frage ist noch immer unbeantwortet. Wer war Jesus? Jesus war zeitlebens ein Jude, ist als Jude geboren, als Jude gestorben. Die Gründung einer christlichen Kirche hätte ihn wohl erstaunt. Würden wir heute erstmals von einem Jungen hören, der als Gottes Sohn von einer Jungfrau geboren wurde, übers Wasser laufen konnte, sowie von den Toten auferstehen, dann hielten wir das schlicht für einen Mythos. Doch da er so tief in unserer Kultur und Erziehung verwurzelt ist, bleibt ein undenkbarer Gedanke, den die meisten nicht zu denken wagen. Diese Geschichte könnte nichts als ein Mythos sein. Ein Schriftgelehrter und vermutlich sehr ergebener Christ schrieb Anfang des Jahrhunderts, wir sollten nicht länger glauben, dass jener Jesus, der in Palästina gelebt hat, irgendetwas mit jenem biblischen Jesus gemeinsam hat. Das war eine schonungslose, aber wahrscheinlich zutreffende Feststellung. Diese Aussage klingt in den Ohren jener ketzerisch, die in der Bibel das wahre Wort Gottes finden. Doch 18 Jahrhunderte nach Kaiser Konstantins Verkündigung des Glaubensbekenntnisses ist sie durch neue Funde historischer Dokumente in Frage gestellt. Nicht nur durch die Schriftrollen vom Toten Meer. Die Ursprünge des Christentums erscheinen in neuem Licht und eine wachsende Zahl von Theologen ist überzeugt, das christliche Glaubensbekenntnis basiert auf einem Mythos, einer Erzählung jenseits der Realität. In der Welt des Jesus könnten viele ein Sohn Gottes sein. Ein Begriff aus der Welt der streng Gläubigen, bei den gesetzestreuen Juden wie auch bei den Heiden. Die Bezeichnung Sohn Gottes hatte damals eine ähnliche Bedeutung wie heute der Doktor der Theologie. Sohn Gottes war jemand, der göttliche Erkenntnis erlangt hatte. Es war eine Metapher, ein bildhaftes Gleichnis, das in der gesamten römischen Welt geläufig war. Eine Ausdrucksform für die enge Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und Jesus war keinesfalls der einzige Sohn Gottes. Ob Kaiser oder jedermann, ein jeder nahm für sich in Anspruch, Sohn Gottes zu sein und über dieselben gewissen Fähigkeiten zu verfügen. Sohn Gottes, nicht nur ein Titel für Gläubige und Wissende, sondern auch für Mächtige. Im alten Ägypten verkörperte jeder Pharao den Sohn von Osiris, den Sohn Gottes. Alexander der Große vereinte die gesamte mediterrane Welt im griechischen Reich. Seine Mutter war eine Eingeweihte des Dionysos-Kultes und sie baute in Alexander die Idee auf, er verkörpere in seinem Leben die von Gott gegebene Vollkommenheit. Die Mutter war die Jungfrau? Genau. Julius Caesar ist der Sohn einer Gottheit, eine göttliche Abstammung, auf die sich alle späteren Kaiser beriefen. In der Antike ist die Vorstellung göttlicher Herkunft weit verbreitet. Nannte sich Jesus selbst jemals Sohn Gottes? Soweit bekannt bezeichnete sich Jesus niemals als Sohn Gottes. Gemäß dem Markus-Evangelium sah er sich selbst als einen Sohn der Menschen. Doch bislang beruht das christliche Glaubensbekenntnis allein auf dem Anspruch, Jesus sei Gottes einziger und Gottes eingeborener Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Seit zwei Jahrtausenden gilt das Christentum
als radikaler Bruch der Menschheitsgeschichte mit der Vergangenheit. Versprochen sind der Lösung von allen Übeln und ein Leben nach dem Tod. Bleibt die Frage, hat Jesus Christus der Menschheit die Auferstehung als neue Offenbarung vermittelt? Ganz im Gegenteil. Dieser Gedanke trifft viel eher auf die Ägypter zu, die sich stets um das ewige Leben ihres Körpers sorgten. Und unter anderem belegen die Pyramiden, die Religion der alten Ägypter beruhte auf Leben, das aus dem Tod entstand. Ein Leben nach dem Tod im Kosmos. Er blüht wie der Frühling. Lange vor der Herrschaft der Pharaonen und tausende Jahre vor dem Christentum beschert Gott Osiris den alten Ägyptern Wissen und Zivilisation. Doch böse Kräfte bringen ihm den Tod. Nach seiner Auferstehung lebt Gott Osiris im Sternbild des Orion fort. Doch der Osiris-Mythos ist nicht der einzige Vorläufer für die spätere Konzeption des Christentums. Dies bestätigen die Philosophen und Soziologen Tim Fricke und Peter Gandy mit ihren Nachforschungen im Altertum. Warum ein Gekreuzigter als Buchtitel? Dieses Beweisstück hatte für uns große Bedeutung. Es ist ein Talisman, ein winziges Amulett von der Größe meines Daumens. Man glaubt, einen Jesus am Kreuz zu erkennen, aber die griechische Inschrift verrät, es ist ein sterbender Heide, der als Gott Dionysos wieder aufersteht. Ist der heidnische Gott Mensch auf die genau gleiche Art gestorben wie Jesus für uns, dann ist diese Entdeckung für uns der schlüssige Beweis, die Jesus-Geschichte entstammt der heidnischen Mythologie. Hier ist Bacchus erwähnt. War er nicht der Gott des Weines? Ja, aber er war auch der Gott der Initiation, der Weihe. Dionysos, wörtlich Gottes Sohn. Die ursprünglich unbedeutende Weingottheit wandelt sich später zum Erlöser. Ein göttliches Kind sitzt auf dem Schoß seiner Mutter. Es sieht dem jungen Christus verblüffend ähnlich. Ihm wird mit Brot und Wein gehuldigt, um an sein Opfer und seinen grausamen Tod am Kreuz zu erinnern. Er wieder aufersteht und fährt gen Himmel. Eine griechische Version des ägyptischen Gottes Osiris. Hat das Christentum bei dieser und anderen antiken Kulturen seine Anleihen genommen? Wo sich heute der Vatikan erhebt, stand einst ein heidnischer Tempel. Heidnische Priester zelebrierten heilige Messen. Frühe Christen waren davon so irritiert, dass sie alle Spuren zu verwischen suchten. Die schockierenden heidnischen Riten, waren es grausame Opferzeremonien oder vielleicht obszöne Orgien? Das jedenfalls wollte man uns glauben machen. Die Wahrheit indes ist noch viel befremdlicher. In diesem alten Kloster verherrlichten heidnische Gemeinden einst ihren Erlöser, Mithras. Er ist genau wie Jesus am 25. Dezember als Sohn einer Jungfrau und Sohn Gottes geboren. Er fährt in den Himmel und verspricht seine Wiederkehr zum jüngsten Gericht, als Richter über die auferstandene Menschheit. Hier zelebrierten heidnische Priester ein symbolisches Mahl mit Brot und Wein in Verehrung ihres Erlösers. Seinen Anhängern predigte er, wer nicht von meinem Blute trinkt, erfährt keine Erlösung. Mithras, eine Gottheit persischen Ursprungs, steht damals genau wie der ägyptische Gott Osiris als Sternbild im Orion gegenüber dem Sternzeichen Stier. Im Altertum entwickelt sich der Mithras-Kult zum wichtigsten Konkurrenten des Christentums. Ein berühmter Gelehrter sagte, hätte nicht das Christentum obsiegt, würde die ganze Welt dem Mithras-Kult huldigen. Also, wir haben eine Gottheit, einen göttlichen Erlöser als Sohn Gottes und einer sterblichen Frau. Er ist die Wiedergeburt Gottes, bringt Weisheit und eine neue Religion.
Er fordert, wie alle Mystiker, die alteingesessenen Autoritäten heraus, provoziert, vollbringt Wunder, verwandelt bei einer Hochzeit Wasser in Wein, exakt so wie Jesus. Er stirbt zu Ostern, wieder aufersteht nach 3 Tagen, fährt gen Himmel und Inschriften besagen, teilst du Blut und Körper des Gottmenschen, wirst auch du auferstehen. All das, was wir mit der Geschichte von Jesus verbinden, existiert bereits in der Geschichte von Osiris und Dionysos. Already exist in the story of Osiris Dionysus somewhere.